Meine feste Überzeugung heißt, die Ökumene kann nur gewinnen, wenn wir es mit Auftragsgewissen und in diesem Sinn auch selbstbewussten Kirchen zu tun haben, die zusammen Ökumene bauen. Die Erfahrung lehrt, dass eine Kirche, die ihr eigenes nicht mehr kennt und nicht zur Geltung bringt, auch ein schlechter ökumenischer Partner ist. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass vielleicht nach noch ein bisschen Gewöhnungsschwierigkeiten das, was Minister Schäuble heute Morgen als protestantisches Selbstbewusstsein beschrieben hat, auch von den katholischen wie auch von allen anderen ökumenischen Partnern respektvoll wahrgenommen wird als ein guter Beitrag zu ökumenischen Fortschritten. Alles andere wäre im Übrigen auch sehr verblüffend, wenn man sich anschaut, dass die katholische Kirche doch ohne jeden Zweifel ökumenisch selbstbewusst auftritt.